dabei, sauer zu werden. So, und ich werde nicht sauer. Ich werde sauer, wenn wir hier jetzt nicht gewinnen. Also, weiter geht's zu. Und diesmal sollte es doch möglich sein. Ne? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was hatte ich denn davor? Was hatte ich denn davor? Leute, wollen wir mal eben kurz das Rennen nochmal neu starten? Das geht ja mal gar nicht. Da war ich gerade irgendwie ein bisschen Brain AFK. So. Nu aber. Also, der zweite Versuch jetzt. Haha. Das hat eben keiner gesehen. Oh Gott, nicht schon wieder. Der Vorteil ist, wenn einfach so 6 Leute vor einen fahren direkt, dass die fast alles wegräumen. Vierter Platz. Ah. Oh Gott. Das ist ja noch ein bisschen ausbaufähig hier, ne? Die Platzierung von uns. Aber es ist echt schwierig ranzukommen. Aber jetzt haben wir die Chance. Verpiss dich, Junge. Und wehe, es kürzt auch nur einer ab. Und yes, erster. Komplett deutlichst. Also, Rennreifen, Leichtbauchassis und natürlich 12.000 oder 8.000 Punkte noch. Ah, wunderbar. Ja, natürlich nehmen wir die. Und natürlich nehmen wir die. Zack. Ihr, ganz egal, macht mit mir, was ihr wollt, Kollegen. Du vielleicht? Du auch nicht. Ach, das ist ja enttäuschend. Na gut, so, das war das Rennen und dann suchen wir uns gleich das nächste raus. Stopping Power machen wir. Und es geht klar Richtung Königseck, also klar Richtung Most Wanted Fahrer 1. Treppen, Stufen... Mysteriös. Okay. Das kennen wir. Das ist das mit diesen Skulpturen. Jawohl. Da hatten wir sie kurz. Und los geht's. Verstanden. Code 3 genehmigt. Informiere Einheiten in der Nähe. Und ich mag diese Rennen mit nur 3 Gegnern. Ich mag sie. Oh Gott. Ja. Das war auch nicht mehr zu verhindern. Da sind wir völlig falsch in die Kurve rein. Aber das erahne mal, dass dahinter so eine Kante kommt. Leute, leckt mich mit euren Nagelbändern, ganz im Ernst. Wow! Da haben wir ja fast noch Glück gehabt. Und da legen die auf den Schienen Nagelbänder. Was sagt die Deutsche Bahn dazu? Oh, Scheiße. Ja, ich komm sehen. Ja, ist mir egal. Dann brauchen wir da jetzt wenigstens nicht mehr ausweichen. Ja, ist klar, Jungs. So, was interessiert mich denn? Achtung, die teilen sich auf. Neue Beschreibung 10-6. Yes! Wo willst du? Was sollte das denn, Kollege? Können wir ja froh sein, dass wir die Kurve überhaupt noch bekommen haben, so ein bisschen. Ach du Scheiße, das wird doch nicht. Ja. Alle Einheiten, Autofahrt weiter Kontakt, Code 3 fortsetzen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir null Chancen haben. Aber ich versuche es trotzdem nochmal.
packt's nicht, der fährt kreuz und quer. Oh, guck mal. Gegner? Also Zentrale, das sind echt scharfe Wagen, die machen hier nicht nur eine Spritztour. Oh, und vor uns ist auch direkt noch einer. Wunderbar. Zentrale, hol mich. Stay 4. So, Nagelband. Alter, du blöde Sau. Nein, ich wollte kaputt gehen. Scheiße. Ach, klasse, ey. Da macht uns der Wichser hier alles wieder kaputt. Da müssen wir die ersten beiden, oder die nächsten beiden... Oh, Gottes Willen. Müssen wir die nächsten beiden wieder einholen. Irgendwie, aber jetzt ist es nicht einfacher geworden. Alter, sag mal, geht's euch noch, ihr blöden Arschloch-Polizisten? Und dann auch noch durchs Nagelband, ey, herrlich. Och, Leute, leckt mich doch am Hintern, ne? Zentrale, die haben bestimmt eine feste Rennstrecke. Hat jemand eine Ahnung, wo die hinfahren? Das Auto lässt sich null lenken, ne? Oh, Gottes Willen. Ja, ist mir egal, macht nur. Ach, Mist, jetzt sind beide Seiten. Ich dachte, das wäre eben schon. Hab mich schon gefragt, warum wir so noch so gut fahren. Achtung, alle Einheiten. Verdächtiger hat Kontakt mit Verfolgereinheiten. Over. Ah, diese Kurve. Ah, lasst, nein. Fährt er noch an uns vorbei? Achtung, geänderte Beschreibung. So ein Penner. Tja, also das mit diesen Nagelbändern, das nervt mich doch ziemlich. Das nervt mich doch ziemlich. Stopping Power, ja, wahrscheinlich deswegen auch. Wollen wir uns mal vor der Polizei verstecken? Jetzt bin ich mal gespannt. Guck mal. Wir scheißen auf die Schwerkraft. So, und apropos Scheißen, ich mache hier mal eine kurze Pause. Also, bis gleich.